Ja, hallo, ich bin's wieder, Heribert. Wir sind beim vierten Kabelwieder Küchentalk und ich habe heute wieder natürlich einen Gast, und zwar Jörg Beton-Mentges. Und ich freue mich, mit ihm zusammen zu kochen und bin gespannt, was er heute mit mir kochen will, weil er schlägt das Gericht vor, er hat auch was mitgebracht und wir werden es gemeinsam zubereiten. Und es wäre ganz nett, Jörg, wenn du ein bisschen was zu deiner Person jetzt gerade mal erzählen würdest. Ja, gerne. Also mein Name ist Jörg Beton-Mentges. Ich komme aus Düsseldorf, ich lebe seit 20 Jahren in Düsseldorf, komme aber gebürtig aus dem Ruhrgebiet. Also das muss also noch hier erwähnt werden. Du bist ein Borussia- oder Schalke-Fan? Nee, das war VfL Bochum. Also bleibt nur Grönemeyer über. Also von diesem Hintergrund, was ich kochen wollte, das ist eine Tessiner Linsensuppe. Die habe ich vor vielen Jahren mal im Tessin kennengelernt und da ist eigentlich auch eine kleine Geschichte mit verbunden. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt erlangt habe. Erzähl mal, ich bin neugierig. Also ich hatte im Maggiatal ein Ferienhaus gemietet. Und da gab es ein altes Kochbuch drin. Da habe ich mir das Kochbuch gezogen und dann gab es dann eben diese Tessiner Linsensuppe. So, und dann gab es da jede Menge Zutaten und in diesem Örtchen, das war Someo, gab es so einen Wohnladen. Das war eine alte Dame von circa 70 Jahren, die hatte da einen Laden, der eigentlich alles hatte. Und direkt da dran war das Wohnzimmer und in jedem Wohnzimmer waren mehrere Stühle, an denen halt das Brot des Dorfes hang und jeder konnte sich das dann da abholen. Also es war schon relativ krusch da. So, und dann bin ich dahin und meinte, ich hätte gern solche Würste. Und sie meinte, ja, also ich mache das immer mit diesen Würsten. Und dann hat sie mir welche gegeben und die waren so gut gewürzt und hatten so einen tollen Geschmack, dass ich gesagt habe, boah, das muss ich zu Hause nachkochen. Und dann bin ich hier auf unsere klassische Mettwurst gestoßen. Und da habe ich gemerkt, boah, das schmeckt einfach nicht so wie zu Hause. Na gut, mittlerweile ist das Tessin schon so ein Zuhause geworden, ja. Aber wie eben da im Tessin. Und dann fiel mir eigentlich ein, ja klar, da muss man immer ein bisschen gucken, verschiedene Würste benutzen und so weiter und so fort. Und dann gab es eben unseren guten Italiener da im Centro, was wir da haben. Und der hatte eine gute Fenchel-Salsiccia, verwendet wird. Und da kommt es der Sache schon ziemlich nah. Und wie gesagt, im Centro, da gibt es auch wirklich eine gute. Wir fangen an, Zwiebeln zu schnibbeln und eben die Möhrchen entsprechend zu halbieren. Also die Zwiebeln bleiben separat da drin, Gemüse, was hier drin ist, da rein. Okay. Und dann wird es nachher in den Topf geschmissen. Dann, sag mal Jörg, hast du Familie? Ja, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Wie alt? 12 und 16 Jahre alt. Also noch schulpflichtig. Ja, genau. Und das heißt, jetzt in Corona-Zeiten ist es ein bisschen problematisch mit der. Das ist sehr unterschiedlich. Meine Tochter, die kommt da sehr gut mit zurecht, was Beschulung halt geht. Da gibt es auch ein relativ vernünftiges System. Das heißt? Ja, es werden Hausaufgaben gestellt, es ist ein schneller Kontakt zu den Lehrern da. Via Internet? Via Internet. Fragen, die auftauchen, werden auch relativ schnell beantwortet. Und das hat natürlich eine ganz große Qualität. Und gerade für Frieda, die jetzt in der 9. Klasse ist, da merkt man schon, dass ihr das sehr entgegenkommt an der Stelle. Okay, das heißt... Von vielen hört man ja Eltern, die fühlen sich da ein bisschen alleine gelassen oder auch überfordert, dann so ihren Kindern dann zur Seite zu stehen, so eine Art Homeschooling eben halt durchzuführen. Ja. Ne, gleichzeitig dann ihre Arbeit als Homeoffice, bist du eigentlich im Homeoffice? Ich bin im Homeoffice, ja. Ne, das dann eben halt noch zu regeln und Unterrichtsstoff, der für sie schon lange passé ist, irgendwann adäquat den Kindern eben halt zu vermitteln, ein bisschen schwierig. Wie sieht das bei dir aus? Ich finde es an manchen Stellen auch schwierig, gerade vor dem Hintergrund, dass man Dinge, ja, sag ich mal, nicht mehr so vermitteln kann, wie man das selber früher gelernt hat. Das heißt, es gibt halt mittlerweile andere Lernstrategien, andere Modelle, wie man Kindern Sachen beibringt. Und wenn man dann selber als Elternteil
das sieht und sich denkt, oh mein Gott, wie sieht das denn aus? Mhm. Früher war das doch so und so. Und dann rechnet man das und dann kriegt man natürlich immer ein Feedback von den Kindern. Und sagt, nee, so machen wir das ja, nicht. Ja, so ja. Funktioniert das eigentlich gar nicht. So verstehe ich das nicht. So, und dann ist man irgendwie in so einem Zwiespalt und dann sagt man, ja gut, da kommt da aber das gleiche Ergebnis raus. Nee, das müssen wir aber so und so und so machen. Ne? Ja, ja. Und da ist man, glaube ich, so ein bisschen in einer Zwickmühle. So, die Autorität ist ja eigentlich der Lehrer, der sagt, das machen wir so und so läuft das. Und bei den Eltern ist immer noch so ein Zwischenspiel dabei. Mhm. Da ist diese zwischenmenschliche Beziehung, genau, da ist diese Spielerei dabei. Wie weit kann ich bei dem oder dem gehen? Wie kann ich den ausreizen? Und das hat man bei den Lehrern eigentlich gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Ja. Nein, nein. Ja. Es bringt nichts, wenn die Eltern versuchen, ihre Kinder zu unterrichten. Vielleicht in dem einen oder anderen Fall, oder manche machen das auch sehr gerne. Habe ich auch gerne gemacht, aber es funktioniert einfach nicht, weil die Distanz einfach nicht dazu da ist. Ja, ne? Das merkt man auch beim Ausliefern von Hausaufgaben oder so. Da denke ich mir immer, ja gut, also so ein Lehrer, der muss ja irgendwie so ein bisschen feststellen, ob die Eltern einen größeren Anteil an Hilfe hatten oder nicht. Weil also manche Sachen, die man dann sieht, das erscheint dann für mich, für Kinder in einem bestimmten Alter schon zu perfekt gemacht. Wo ich mir sage, okay, haben die Eltern sich selbst verwirklicht. Ja, genau. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Eltern gerade bei der Beschulung, gerade bei diesem ganzen, dieser Undurchsichtigkeit, die gerade im Homeschooling herrscht, wann gibt es Aufgaben? Ja, vor allen Dingen sind die Qualitäten sehr unterschiedlich, allein schon die technischen Voraussetzungen. Manche haben es und machen das, regeln das sehr gut, sind da fit und haben die notwendigen Geräte. Und andere, die liegen da, bleiben auf der Strecke, weil sie das nicht haben. Ne? Ja. Also ich habe da entsprechende Feedbacks natürlich auch gekriegt. Also ich bin in einer Klassenpflegschaft und in einer Schulpflegschaft der Schule meines Sohnes. Mhm. Und da wird man natürlich mit entsprechenden Fragen und Sachen konfrontiert. Also insbesondere natürlich Personen, die jetzt alleinerziehend sind. Die haben ihre Probleme. Leute, die zu vier, zu fünf zu Hause wohnen, aber nur ein technisches Gerät haben, was sie unter allen irgendwie teilen müssen. Ja, ja. Jeder muss seine Hausaufgaben irgendwie hinkriegen und so. Und dann das Ganze dann nochmal in einer Gesellschaft, die sich so zwischen Laptop und Smartphone bewegt, wo viele Leute praktisch dann auch hergehen und sagen, ja, können wir das Ganze nicht über Smartphone machen oder sowas? Ja. Oder über WhatsApp oder wie auch immer. Und wie sieht es denn mit deiner Arbeit aus? Du arbeitest ja auch von zu Hause aus im Moment. Ich arbeite seit knapp 4 Wochen von zu Hause aus. Mhm. Ich arbeite im Gesundheitswesen. Mhm. Und da ist es natürlich so, dass man relativ früh umgestellt hat auf den Pandemieplan, dass man die Leute frühzeitig ins Homeoffice geschickt hat. Es gibt Videokonferenzen mit unterschiedlichen Stellen, die auch weit weg sind, also in Berlin etc., sodass man da irgendwie zumindest seine Arbeit erledigen kann. Ja gut, aber ich meine, das wäre ja, also wenn ihr sozusagen bundesweit da miteinander kommunizieren müsst, dann fahrt ihr ja nicht immer dahin, dann macht ihr das ja wahrscheinlich so. Also wir haben das in der Vergangenheit so gemacht, dass wir natürlich dahin gefahren sind. Ja. Aber was da natürlich auch verloren geht in diesen Videokonferenzen, das sind immer so das Zwischenmenschliche. Also wenn man in so einer Gruppe sitzt und da würde man ja auch irgendwie sagen, okay, welche Haltung hat er gerade, wie bewegt er sich gerade, ist er damit zufrieden oder nicht? Und das sieht man eigentlich bei dem ganzen digitalen erstmal gar nicht. Und, ja gut, der persönliche Kontakt ist natürlich richtig, letzten Endes genau. Und der ist halt angenehmer, ne? In manchen Sachen halt wichtig. Und das Zweite, was so ein bisschen fehlt in diesen Sachen, es gibt ja auch Situationen, wo man dann, sag ich mal, in einer Pause oder sowas mit jemandem mal unter 4 Augen spricht und sagt, ja, so und so ist meine Einstellung und ich hab die und die Tendenz. Lass uns da mal irgendwie bilateral drüber reden. Ja, klar. Ja, ich meine, aber du hast jetzt die Vor- und Nachteile irgendwie benannt. Ja. Aber was,
Was vermisst du, außer jetzt den beruflichen? Auf der einen Seite vermisse ich den Kontakt zu Freunden und Bekannten. Mhm. Also man kann also zwar den direkten Kontakt. Den direkten Kontakt, ja. dass man abends mal anruft und sagt, hey, kommt vorbei, wir setzen uns mal auf den Balkon, trinken ein Glas Wein oder machen so eine Sache. Auf der anderen Seite merke ich aber das auch erst ab der letzten Woche, dass so der persönliche Freiraum irgendwie fehlt. Also meine Frau, Kinder, wir leben halt auf etwas mehr als 70 Quadratmeter zu viert. Und dann merkt man plötzlich, man hat überhaupt keinen Ausweichpunkt, wenn man sauer ist, wenn man mieser Stimmung ist, wie auch immer. Also man kann sich irgendwie nicht aus dem Weg gehen, sozusagen, wenn man es mal braucht. Ja, das ist natürlich eine ziemliche Einschränkung jetzt. Ja. Ne? Sag mal, müssen wir jetzt hier schon irgendwelche Töpfe anschmeißen? Wir könnten den Topf anschmeißen. Den kleinen, ja? Ja, genau. So, den Topf gerade angesetzt. Wie ist denn jetzt also die Reihenfolge ist folgende, dass wir in den großen Topf Öl so leicht erhitzen, die Zwiebeln halt glasig werden lassen. Ja, Dann kommt im Prinzip das ganze Gemüse da rein. Das kann dann so ein bisschen mit anschmoren an der Stelle. Ja. Dann löschen wir das Ganze eben mit dem Rotwein ab. So, lassen das Ganze nochmal einkochen, so ein bisschen. Und dann kommt eigentlich die Brühe da drauf, die Tomaten. Was hatten wir noch? Ja, genau, vorher wird das Ganze noch hier mit Tomatenmark angeschwitzt. Das Gemüse. Ah, ja, genau, das gibt ja nicht. Genau, das sollten, schön, wir, sollten wir nicht vergessen an der Stelle. Ja. So, und dann haben wir im Prinzip die Brühe da drauf, nochmal so ein bisschen Tomaten-Sugro. Und dann kommen die Würste da drauf. Also die werden nachher reingegeben, die kommen nicht. Genau, die kommen, liegen dann praktisch in der ganzen Flüssigkeit und gären sozusagen aus. Dann wird einmal grob vorgewürzt mit Pfeffer und Salz. Dann kommen halt Kräuter rein, dann kommt halt Lorbeer rein. Und dann heißt es erstmal warten. Ja, was vermisse ich an der Stelle noch? Die Freunde, die man so im Ausland hat oder in anderen Teilen Deutschlands. Also das Reisen, einfach wegfahren. Ja, das Reisen, das ist ja nicht immer nur Urlaub. Das dient ja manchmal auch des Erhaltes von Beziehungen. Ja, natürlich. Erhaltes von Freundschaften und sowas. Und das fehlt natürlich. Da kann man natürlich irgendwann Glück sagen, dass man mit den neuen Medien oder Kommunikationsmöglichkeiten schon es einfacher hat, den Kontakt zu halten. Ja. Die gab es natürlich früher auch. Ne? Ich meine, heute schreibt man irgendwelche E-Mails oder Nachrichten, aber die sind dann immer relativ kurz gehalten. Aber früher hat man sich hingesetzt und hat Briefe geschrieben. Ne? Das ist auch eine Form von Kontakt, der zwar länger dauert, aber man setzt sich hin, man überlegt sich, was man schreibt und es wird dann auch im Regelfall ein längerer Text, wenn man so weit auseinander lebt. Weil ich finde, das Schreiben ist ja für mich eine andere Form der Auseinandersetzung, weil während des Schreibens passiert irgendwas mit mir. Ja. Das heißt, ich denke drüber nach, was schreibe ich nicht, wie schreibe ich das und so weiter und so fort. Im Rahmen der neuen Medien ist es natürlich so, dass man dann immer sagt, okay, das ist eine schnelle Nummer, ja, nein, Herzchen oder irgend sowas. Ja. Also das heißt, man denkt zum Teil nicht mehr so tiefsinnig über das nach, was man schreiben will, wie man es wahrscheinlich in der Vergangenheit bei einem Brief gemacht hat. Da muss ich jetzt einfach mal sagen, Heribert, erinnere dich an deine ersten Liebesbriefe. Die waren wahrscheinlich so lang. Ich müsste gar nicht mehr lesen. Ja. Man hat auch jetzt, ich meine, das ist ja vielleicht ein bisschen was Positives an jetzt Corona. Man hat eigentlich wieder mehr Zeit, sich damit zu beschäftigen. Ja, ne? Ja. Also ich finde es auch, ich meine, als ich das erste Mal gehört habe, okay, Corona, Lockdown und sowas, dann habe ich so die erste Woche gemerkt, boah, das tut eigentlich erstmal gut, wenn so eine rasende Gesellschaft runtertaktet. Mhm. Das hat ein ganz eigenes Gefühl.
Und jetzt so merke ich wieder, naja, alles muss wieder Fahrt aufnehmen, alles muss wieder so ein bisschen schneller werden. Ja. So, und da frage ich mich immer, was macht Gesellschaft damit? Schafft sie es, so ein Gefühl von Langsamkeit zu übertragen? Ja. Oder schafft sie es an der Stelle nicht, sondern ergibt sich wieder dem Strom der Geschwindigkeit? Kann ich sehr gut nachvollziehen. Das geht mir ganz genauso. Also ich habe das wirklich so als total wohltuend empfunden. So ein bisschen, ja, dass alles in Slow Motion ist. Dass etwas ruhiger wird. Ja. Dass man einfach an bestimmten Punkten wieder entdeckt, dass man einfach auch Zeit haben kann. Man sagt immer, ich habe keine Zeit. Man muss alles möglichst schnell erledigen, muss super schnell erreichbar sein. Also ich ertappe mich dabei, früher bin ich ja nicht ohne mein Mobile Phone aus dem Haus gegangen. Mittlerweile ist mir das sowas von egal. Das lasse ich auch zu Hause liegen. Also es interessiert mich. Ich muss nicht ständig erreichbar sein. Ja. Ich kann mich dem auch mal so ein bisschen entziehen. Um nicht zu sagen, verweigern. Ne? Das ist ja vielleicht manchmal. Also da bin ich ganz bei dir. Dann. Also zunächst kommt man das Öl hübsch verteilt in den Topf rein. Ja. Dann kommen die Zwiebeln. Das Ganze wird dann. Da brauche ich noch. Angedünstet, ne? Ja, Moment. Jörg, hast du irgendwelche Hobbys? Oh, eigentlich habe ich viele Hobbys. Am Anfang der Corona-Zeit habe ich dann immer meine Gitarre genommen, habe mich auf den Balkon gesetzt und habe dann halt so ein bisschen vor mich hingespielt. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn du jeden Tag irgendwie da 20 Minuten spielst, dann wird alles ein bisschen flüssiger. Ja, und das ist eigentlich eine schöne Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber dann kommen wir wieder zum Homeschooling. Irgendwann ist man dann so in einem Fluss drin, in so einem Rhythmus wieder drin. Also arbeiten, Essen kochen, arbeiten, Kinder betreuen und so weiter und so fort, dass ich zumindest abends an den Punkt komme, wo ich sage, boah, jetzt ist sowas von die Luft raus. Mhm. Ich schaff's nicht mehr mit der Gitarre, mich auf den Balkon zu setzen und dann da zu irgendwie spielen. Was zu spielen. Okay. So, ich habe gesehen, du hast jetzt Tomatenmark dazu gegeben. Ich habe jetzt Tomatenmark dazu gegeben. Jetzt wird das Ganze so ein bisschen angeschwitzt. Und dann mache ich das wie Paul Bocuse. Der goss dann immer so einen Tropfen rein und sagte dann, es darf auch etwas mehr sein. Gab es für dich denn auch in der Zeit wirklich richtig schöne Momente, wo du gesagt hast, es ist einfach toll? Du hast eben also einmal ist es toll, weil ich gemerkt habe, obwohl die Wohnung klein ist, sie hat ganz viel Qualität. Ja, so, und bei uns auf dem Balkon, wenn man da so sitzt, hat man immer so Baumhaus-Feeling. Das heißt, man sieht nichts ringsrum, sondern nur die großen Bäume und seine eigenen Pflanzen, die man da hat. Und ich denke da immer an Leute, die dann wirklich ihre kleine Wohnung haben und können nicht raus. Nee, können nicht raus und sowas. Also das finde ich dann immer schon ein Geschenk, wenn man sowas hat, auch wenn man einen kleinen Raum hat. Was ich toll dabei finde, ist, es sind ja im Grunde die ganz kleinen Dinge, die einen auf einmal wieder so auffallen, aufgehen und wo man sagt, das ist eigentlich toll, die so im normalen Alltag manchmal einfach nicht verloren gehen. Sie sind ja auch da, aber den bemerkt man nicht oder man schenkt denen zu wenig Aufmerksamkeit. Und das verändert sich ja auch und die Wahrnehmung verändert sich da wohl. Ne? Ich finde das eigentlich ganz spannend, weil auch wenn man auf engstem Raum lebt, also ich merke das so, es gibt zwar Spannungen, aber diese Spannungen gehen nie über einen gewissen Punkt hinaus. Also das heißt, selbst dieser kleine Kosmos, in dem wir vier da leben, der hat eine ganz hohe Lebensqualität an der Stelle, was Reden angeht, was wir miteinander machen und so. Ja, klar. Reibung erzeugt Wärme. Ne? Ja, das ist schon richtig. Wir müssen uns langsam zu unserer Brühe begeben. Damit die Brühe. Mal sorgen. Ja, mich würde mal interessieren, was du eigentlich von den Politikern in der Zeit erwartest oder dir wünschst oder was könnte vielleicht besser gehandhabt werden. Ne? Also sag ich mal so, ich finde grundsätzlich hat die Politik nicht schlecht reagiert. Mhm.
Also dadurch, dass sie gesagt haben, okay, wir versuchen diesen hohen Peak einfach abzuflachen und dann die Zeit aber dazwischen zu verlängern. Also das finde ich keine schlechte Lösung. Andererseits ist es natürlich so, Pflege, Beschulung, Digitalisierung in den Schulen, das war immer so ein Thema, ja, da müssen wir uns mit unterhalten. Die Schulen selber sagen, naja, wir brauchen erstmal ein Glasfaserkabel, bevor wir irgendwie Digitalisierung anfangen. Mhm. Die Lehrer sagen, ja, wir brauchen erstmal gescheite Plattformen und Lehrgänge, bevor wir überhaupt anfangen. Mhm. Und die Eltern sagen, naja, jedes Kind braucht ein iPad. Ja. So, und diese drei Meinungen, die muss man dann ja irgendwie mal übereinander bringen und bis das irgendwie gediehen ist, da sind 10 Jahre ins Land. Jetzt, wo es plötzlich ad hoc kommt, so nach dem Motto, wir müssen umstellen, ist ja nichts da. Es ist kein Glasfaserkabel da, es ist keine Plattform da und nicht jedes Kind hat ein iPad, wo es nicht arbeiten kann. Ja, klar. So. Ja. So, und diese Diskussion in diesem Rahmen zu führen, finde ich an der Stelle sinnlos, weil es geht doch darum, am Ende einen positiven Effekt zu haben, dass jeder irgendwie an Bildung kommt, an Wissen kommt und an seinen Arbeitsrhythmus kommt, den er letzten Endes braucht. Also da wünsche ich mir A, von der ganzen Schulpolitik ein ganz anderes Denken, ein schnelleres Denken, schnelleres Handeln. Lass uns doch einfach mit irgendwas mal anfangen an dieser Stelle. Und ja, bevor man irgendwie sagt, naja, wir machen das erst, wenn wir die komplette datensichere irgendwie Lösung haben. Ja. Ich meine, andererseits merke ich das auch in den Einzelpositionen unter den Eltern, da gibt es eine gewisse Hilflosigkeit. Und in dieser Hilflosigkeit, da wird dann auf irgendwelche Apps, die da plötzlich wieder aufbeppen, wird dann schnell zurückgegriffen, nur damit es irgendwie weitergeht. Und dann werden sich aber auch keine Gedanken gemacht, welche Auswirkungen ist so datensicher, wie auch immer. Ja. Also es gibt ganz viele Punkte, die nicht so richtig ausgegoren sind. Guck mal in das Süppchen, was macht ihr das eigentlich? Braucht ihr jetzt im Grunde nur noch... Die braucht jetzt die zwei Dosen Tomatenmark und die Flasche... Aha, da sind das wir ja eigentlich so mit den ganzen Sachen so ziemlich da durch. Da sind wir so weit durch, warten, wir werden noch ein bisschen... sich selber sozusagen fertig macht. Du kannst der Suppe zugucken. Also es riecht gut, es duftet und ich liebe Linsen. Und das ist mal eine Variante, die ich noch nicht kenne. Okay, dann guten Appetit. Guten Appetit. Sehr lecker. Das schmeckt richtig gut. Ich glaube, die Gäste können damit, die wir uns eingeladen haben, die gleich kommen werden, sich eine Portion Suppe abholen. Gerne. Ich denke, die werden erfreut sein. Ich finde, an der Realschule, wo mein Sohn ist, funktioniert es sehr gut. Die Lehrer sind aber auch sehr eingebunden und sehr aktiv und sind sehr präsent und bieten Online-Unterricht an und stehen für Fragen zur Verfügung. Und am Gymnasium ist es doch sehr wenig Ansprache. Und die Lehrer ziehen sich sehr zurück. Teilweise gibt es Aufgaben über 3 Wochen und die Kinder werden alleine gelassen. Ja. Und das sollte eigentlich ja nicht sein. Der hat von seiner Schule wenig Zeitstruktur mitgegeben bekommen. Keine festen Abgabedaten. Es gab keinen Online-Unterricht. Ja. Das heißt, ich bin auch Langschläfer. Wir sind morgens ein bisschen länger im Bett geblieben. Und danach war das für ihn und seine Klassenkameraden und Stufenkameraden dann das Corona-Ferien. Es gab einmal ein Abgabedatum vereinzelt da und dort, aber keine zeitliche Struktur, keinen Rahmen, in dem er gefragt war, abzuliefern zum Beispiel. Und ich muss sagen, die Grundschule, die schlägt sich ganz gut. Also da merkt man, da engagieren sich auch Lehrer, ich glaube, über die Maßen hinweg. Und das zahlt sich gut aus. Ja, der bleibt bei der Stange und die Motivation ist halt relativ weit oben, würde ich sagen, aber auf dem Gymnasium, also fehlt mir das Konzept und es fehlt mir auch so das Verantwortungsbewusstsein der Lehrer. Wobei ich jetzt gar nicht sagen kann, wie das aussehen müsste. Ja, aber weil die Lehrer, die haben ja auch gewisse Anweisungen. Und es fehlt einfach das übergeordnete Konzept. Und ich habe so das Gefühl oder auch schon gehört, dass alle zeigen nur auf Schulamt, das zeigt dann wieder auf die Landesregierung und so weiter. Ich mag mir nicht ausmalen, was im August passiert, wenn die Schule wieder losgeht und es noch kein Konzept gibt, weil der Virus wird dann noch da sein. Richtig. Ja, und ich habe so Angst, dass unser Schulapparat nicht in der Lage ist, bis dahin ein tragfähiges Konzept zu entwickeln. Ich würde sagen, insgesamt funktioniert es eigentlich grundsätzlich ganz gut, sein Kind zu Hause zu unterrichten oder dabei zu sein, während das Kind zu Hause arbeitet. Das
Was ich allerdings schmerzlich vermisse, ist Input von der Schule tatsächlich. Da kam praktisch gar nichts. Also es wurden halt Arbeitspläne verschickt. Mein Kind geht in die vierte Klasse, da ist das so üblich. Und diese Arbeitspläne werden einmal als Handout an alle Kinder verschickt und dann nicht mehr kontrolliert oder so. Und das fand ich erschreckend. Was ich erwartet hätte, ist, dass man irgendwann nach einer gewissen Zeit mal ein bisschen ausprobiert, was man mit Unterricht in der Ferne noch so alles anstellen kann. Also, dass tatsächlich mal wieder Unterricht stattfindet. Ja. Ne? Und das ist nicht passiert. Ich kenne andere Schulen, wo es deutlich besser läuft. So, also, da geben sich die Lehrer mehr Mühe. Wahrscheinlich auch, weil sie müssen. Ja. Weil bei Gymnasiasten eher davon ausgegangen wird, dass die ja alles alleine können und so. Und bei anderen Schulen, glaube ich, ist es eher so, dass die Lehrer auch dahinterher sind, dass die Schüler gut versorgt sind. Bei uns ist eher, wir schicken den Kindern Hausaufgaben und dann klappt das schon. Und wenn die Kinder das nicht alleine können, dann gibt es Eltern wie mich, die sich darum kümmern können, aber da verlassen sie sich halt drauf. Mhm. Und wenn es sie nicht gibt, was wahrscheinlich auch oft davor kommt, dann haben die ein Problem. So, Jörg, wir haben zusammen gekocht. Es hat wirklich mir großen Spaß gemacht. Die Suppe hat hervorragend geschmeckt. Ich kann nur sagen, vielen Dank dafür, für deine... Also die Freude war ganz meinerseits. Ich danke für die Einladung. Und wenn ich nochmal ein Rezept habe, komme ich auf dich zu. Prima. Ich bedanke mich und tschüss. Und ihr wisst, es gibt noch eine weitere Folge, Folge 5, die denn am nächsten Mittwoch abgedreht wird.